ist unterwegs. Edwin Kiefer ist nun auf dem Weg ins Hindernis Nummer 5. Er hat das vierte Hindernis absolviert mit 87,21 Sekunden. Und mit Günter Magielowski haben wir dann nun mehr als die Hälfte der Vierspänner-Fahrer auf dem Weg. Sechs Stück kommen noch, die besten sechs aus der Dressur. Und dann geht es heiß her in die Runde von Bella. Unser Gast aus der Schweiz, Felix Aprini, mit seinem Pony Nummer 6. Das schwarze Volk, die Kollegen und der Bauern des Dauers. Kommt Jungs, hoppa. Die Pferde wissen ganz genau, wo sie dürfen, die Fahrer. Geben ihnen den Weg vor, motivieren sie dann, dass sie immer alles geben und haben. Natürlich nach der Vollgasfahrt, Verschnaufpause, dann alles für die Fahrer geben.